So sehen Tausende von Straßen in Detroit aus. Ruinen prägten einst auch das Bild der Heidelbergstraße. Bis vor 25 Jahren Anwohner und Kreative begannen, die Häuser und Gärten in Museen und Kunstwerke zu verwandeln. Derzeit vermarktet sie Janine Whitfield. Sie und andere sprechen vom sogenannten Heidelberg-Projekt, einem Gesamtkunstwerk unter freiem Himmel, das in den Sommermonaten Tausende von Kunstinteressierten anlockt. Laut einer Studie unterstützen wir als Touristenattraktion die Wirtschaft des Landkreises mit 3,7 Millionen Dollar pro Jahr. Denn wer anreist, um das zu sehen, gibt Geld aus, etwa in Hotels und Restaurants. Die ehemalige Bankerin organisiert Führungen durch die Häuser, in denen heute Künstler arbeiten. Sie ist aber nur eine von vielen in Detroit, die aus der wirtschaftlichen Not eine Tugend machen. 5 Kilometer weiter nördlich haben sich Kreative in einem ehemaligen Fabrikkomplex, dem Russell Industrial Center, angesiedelt. Einst wurden hier Autoteile montiert. Die letzten Arbeiter gingen vor 5 Jahren. Nach und nach siedelten sich in den ehemaligen Lagerhallen über 100 Künstler, Designer oder Architekten an. Einer von ihnen ist der aus Simbabwe stammende Chido Johnson. Er kam als Student nach Detroit und blieb. Ich kam hierher wegen der günstigen Miete. Hier ist es zwar kalt, aber preiswert. It's cold, but it's cheap. Von dem Verkauf seiner Skulpturen kann der 42-Jährige, wenn auch bescheiden, leben. Das Besondere seiner Arbeit, er geht ironisch mit der Geschichte um. Auch mit der Geschichte der Autostadt Detroit. Hier ist es sicher, hier sind Menschen, du bist nicht isoliert. Wir teilen die Ausrüstung, die Werkzeuge, die Arbeit. Chido ist mit vielen seiner Nachbarn befreundet. Oft besucht er die Werkstatt eines 58-jährigen Designers, der bislang Maßküchen für Wohlhabende in Detroit produziert und jetzt sein Geschäftsmodell anpassen musste. Heutzutage überlegen es sich die Leute zweimal, ob sie für eine Küche 40.000 Dollar ausgeben. Inzwischen verdient er auch Geld mit Designerstühlen. Mit diesen Modellen hat er gerade einen Preis gewonnen.